Oi da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und heute mit der Bandless Juli 2015 Review. Die lang ersehnte Liste ist endlich draußen. Nach Wochen, in denen die Spieler einfach nur geleidet haben, auf die Liste gewartet haben, ist sie endlich draußen. Obwohl Konami die Liste eigentlich richtig gehypt hat, mit großen Veränderungen und so, ist überraschenderweise eigentlich nichts passiert. Was die meisten ein bisschen traurig, ein bisschen sauer macht. Ein paar mögen's. Aber schauen wir uns mal die Veränderungen an. Und dann können wir mal schauen, ob sie gut oder schlecht ist. Da haben wir bei den verbotenen Gebannten einmal Lavable Chain und einmal Jhin. Jhin haben viele sich erhofft, gewünscht, dass der gebannt wird, weil er einfach zu hart war, zu asozial. Und man muss halt immer so Müll in dem Deck spielen, damit man ein Out dagegen hat. Also wird wahrscheinlich die meisten freuen. War auch auf der ARG-Bandlist, glaube ich, und auf der Fake-Bandlist war der auch gebannt. Also einfach, wollten einfach die meisten, also auf jeden Fall gut. Und Lavable Chain war auch. Also, ich weiß nicht, ich glaube gebannt oder limitiert auf 1 bei beiden anderen Listen. Und auf jeden Fall zu Recht. Zu viele Combos, zu viele OTKs und Combos, FTKs und so ein Scheiß. Obwohl, also die Reaktion, die ich gesehen habe, haben viele das nicht gut gefunden. Obwohl das eigentlich eine Combo-Karte ist und FTKs, OTKs und so ein Scheiß ist eigentlich immer gebannt werden sollte, waren viele eigentlich dagegen, dass er irgendwie getroffen wird. Was mich eigentlich überrascht, also mich juckt es nicht. Wenn es einen guten Grund gibt, den zu bannen, dann auf jeden Fall bannen. Dann haben wir bei den Limitierten auf 1 Shugrit und Trishula, der Originale, der Weiße. Erstmal zu Trishula, zurück auf 1. Wurde schon seit Ewigkeiten gespekuliert, dass er zurückkommt. Und seit dem einmal eine Fake-Liste mit dem. Ne, es war keine Fake-Liste. Es war im OCG ist er zurückgekommen, aber dann hat TCG zum ersten Mal ihre eigene Bandlist bekommen und wir haben ihn nicht zurückbekommen. Und seitdem hofft jeder, dass Trish zurückkommt und die haben sich 1000 Trishulas angekauft und endlich ist er zurück und ganzen Leute haben endlich ihr Plus gemacht. Aber wir werden sehen. Also, ich glaube nicht, dass er so stark wird, dass er irgendwie im Meta sich behaupten kann. Mir würde auch nicht direkt ein Deck einfallen, dass sie ihn spielen kann. Manche meinen, Mirmel kann ihn benutzen, Diva und sowas. Also, wir werden es sehen. Dann haben wir Shugart auf 1. Was ich persönlich denke, dass es ziemlich stark ist. Ziemlich starke Schwächung von Necros. Und Necros ist auch das einzige Deck, was geschwächt wurde in dieser Liste. Also, ob man das jetzt gut findet oder schlecht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall, Shugart auf 1, denke ich, ist eine starke Limitierung und Necros auf jeden Fall damit geschwächt. Dann haben wir semi-limitiert auf 2 Atlantean Dragoons und Drang Ravine. Wir sehen, wie ihr bereits sehen könnt, also zwei gebannte, zwei limitierte und zwei semi-limitierte, also echt nicht viele Veränderungen. Dann haben wir halt Drang Ravine. Man kann es eigentlich auch auf 3 tun, also ohne E-Drangs kann die Scheißkarte eh nichts. Und dann halt Atlantean Dragoons. Pusht Mermel ein bisschen, aber ohne diesen Atlantean Prince kann Mermel immer noch nichts, also wen interessiert's? Also, natürlich interessiert sie Mermel-Spieler, aber ansonsten nicht wirklich. Aber Mermel auf jeden Fall von der Liste am meisten profitiert mit Trishula und Dragoons. Dann haben wir auf 3 6 Karten: Glow Bulb, Sinister Serpent, Darkstrike Fighter, Sacred Shroud, 7 Sterne, bla bla, Temple of the Kings und Exchange of the Spirit. Die meisten von den Karten haben Erratos bekommen, waren gebannt. Haben wir gerade das bekommen, sind auf 1 gegangen, sind auf 2 gegangen, sind jetzt dann wieder auf 3. Alle 4 Karten sind scheiße, keinen interessiert, ob die auf 1, 2 oder 3 sind, also vollkommen egal. 7 Schwerter, 7 Sterne, Sacred Sword, wie auch immer das Ding heißt. Ohne E-Dragons, vollkommen nutzlos, also locker auf 3. Und Glow Bulb Effekt kann man nur einmal pro Duell machen, also auch vollkommen egal, dass er auf 3 ist. Also die Unlimitierung, vollkommen egal. Semi-Limitierung, auch keinen einzigen Einfluss auf das Meta. Also echt kaum Veränderung. Sehr schwache Liste von Konami. Wir werden sehen, was sie sich dabei gedacht haben. Weil eigentlich haben sie große Veränderungen vorhergesagt, angesprochen. Und das sind auf jeden Fall keine großen Veränderungen. Also mal schauen. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass diese Liste wieder kein Enddatum hat. Also wer weiß, was passieren wird. Es kann durchaus sein, dass diese Liste nur einen Monat oder so aktiv sein wird. Wer weiß. Ich bin gespannt. Bleibt dran.
Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Liste haltet. Ansonsten wie immer, checkt unsere anderen Videos ab. Liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.